Radio Taiwan, international aus Taipeh. Es folgt Rund um die Insel mit Elon Huang. Wer sich für die chinesische Geschichte interessiert, hat wahrscheinlich schon einmal über die chinesisch-deutschen Beziehungen vor dem Zweiten Weltkrieg gehört. Eine Beziehung, die schon etwa in den frühen 1920ern begann und im Rahmen derer immer wieder deutsche Offiziere nach China kamen, um Chiang Kai-shek beim Aufbau der Armee der Republik China zu unterstützen. Doch dass auch Offiziere der Bundeswehr, wenn auch inzwischen außer Dienst, in den 60er Jahren nach Taiwan kamen, um Chiang Kai-shek zu beraten, ist vielleicht nicht so vielen bekannt. Jemand, der sich aber sehr gut mit diesem Thema auskennt, ist der Historiker Dr. Chen Chen an der Academia Sinica, der sich sehr lange mit diesem Thema beschäftigt hat. Ich traf Dr. Chen, der 1996 in München promovierte, in seinem Büro in der Academia Sinica, wo ich zunächst einmal wissen wollte, wie er auf die Idee gekommen ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich war mir damals nicht sicher, worüber ich als nächstes forschen sollte. Zunächst hatte ich daran gedacht, mein nächstes Forschungsprojekt an meine Doktorarbeit anzulehnen, in der es um die militärischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und Deutschland bis zum Zweiten Weltkrieg ging. Doch dieses Thema gab nichts mehr für eine Weiterentwicklung her. Und die Anforderungen der Academia Sinica sind bezüglich der Forschungsprojekte recht streng. Sie müssen original sein. Das heißt, man kann nicht einfach etwas nehmen, was andere schon geschrieben haben, und dann einfach etwas ergänzen, sondern man muss schon etwas Neues finden. So überlegte ich lange hin und her, bis mir am 14. März 1999 dieser Zeitungsartikel in der Lianhebao auffiel. Da ging es um einen General Oskar Munzel, der in den 60er Jahren als Leiter der Mingde-Gruppe als militärischer Berater in Taiwan tätig war. Mein Interesse war sofort geweckt. Ich hatte schon immer Interesse am deutschen Militär gehabt und jetzt gab es hier einen Bericht mit Foto und so weiter über eine eher unbekannte militärische Zusammenarbeit zwischen der Republik China und der Bundesrepublik Deutschland. Und wie sind Sie dann vorgegangen, um diese Informationen für dieses Forschungsprojekt zu finden oder zu sammeln? Ich habe dann direkt einen Brief an den Reporter namens Lu Deying geschrieben und ihn gebeten, ob er mich mit der Person, die er für seinen Bericht interviewt hat, in Verbindung setzen könnte. Der Reporter war da sehr offen und gab mir die Adresse von der Person namens Si Zhenzhou. Dieser Si Zhenzhou war früher ein stellvertretender Inspektor des Heeres, eine sehr wichtige Person im Heer der Republik China. Herr Si lebte damals dann schon in Amerika. Aber als ich ihn kontaktierte, war er sehr offen und erzählte mir nicht nur sehr viel, sondern stellte mir auch andere Personen vor. Zum Beispiel den Verfasser dieses Buches über die Mingde-Gruppe, Wang Yuqi, der ebenfalls als hochrangiger Offizier am Projekt Mingde-Gruppe beteiligt war. Anfänglich war Herr Wang etwas verschlossen, doch mit der Zeit entwickelten wir eine gute Beziehung auf und er stellte mir auch viele weitere Schlüsselfiguren vor, von denen ich viele interviewen konnte. Mit der Zeit lernte ich auch Personen auf der deutschen Seite kennen. Auf der deutschen Seite gibt es nicht so viele Personen, aber eine war sehr wichtig. Dieser Beamte war damals im Bundesnachrichtendienst zuständig für Ostasien und war mit dieser Angelegenheit sehr vertraut. Tatsächlich wurde die Mingde-Gruppe von deutscher Seite vollständig vom BND organisiert. Deshalb war diese Kontaktperson sehr wertvoll für mich. Außerdem lernte ich den Schwiegersohn von Oskar Munzel kennen, ebenfalls ein Brigadegeneral außer Dienst, und noch die Nachfahren weiterer damaliger Berater. Und schließlich lernte ich Konrad van Beuningen kennen, ein Oberst außer Dienst. Damals, im Jahr 2007, war er der einzige noch lebende Berater, der im Rahmen der Mingde-Gruppe nach Taiwan gekommen war. Wie auch die Mingde-Gruppe im Allgemeinen sehr viel weniger bekannt ist als die Beziehung zwischen China und Deutschland, die schon in den 1920ern begann und bis zum Zweiten Weltkrieg andauerte. Warum ist dieser Austausch zwischen der Bundesrepublik und der Republik China oder Taiwan so wenig bekannt? Es hat einfach keiner dieses Thema richtig erforscht. Es ist tatsächlich auch nicht so einfach, dieses Thema zu erforschen, weil es so schwierig ist, Informationen darüber zu finden. Ich hatte schon früher mal davon gehört, hatte es aber nicht wirklich geglaubt. Bundeswehroffiziere in Taiwan? Das ist doch unmöglich.
Und weil es so schwierig ist, dazu Informationen zu finden, wurden viele Akademiker davon abgehalten, sich damit zu beschäftigen. Bei mir ist es etwas anders, weil ich mich für das Militär interessiere und ich bin schließlich auch in der Lage gewesen, darüber zu schreiben, weil ich so viele Informationen von so vielen Personen erhalten habe. Und auch dann war es nicht einfach. Ich habe am Anfang 2 oder 3 Jahre gebraucht, bevor ich meine erste Abhandlung darüber geschrieben habe. Welche Art von ehemaligen Bundeswehroffizieren kamen denn damals nach Taiwan? Anfänglich hatte Chiang Kai-shek die Bedingung gestellt, dass die Berater sowohl am Ersten als auch am Zweiten Weltkrieg teilgenommen und in der Bundeswehr gedient hatten. Doch letztendlich hat nur Oskar Munzel diese Bedingung erfüllt. Er war schon 1899 geboren und hatte als Offiziersanwärter am Ersten Weltkrieg teilgenommen. Doch es war sehr schwierig, Berater zu finden, die diese Bedingungen erfüllten. So wurde das später fallen gelassen und eine Beteiligung im Zweiten Weltkrieg und in der Bundeswehr reichte aus. Zum Beispiel Kurt Kaufmann, einer der Berater, war erst im Jahr 1914 geboren worden. Aber so war Oskar Munzel der Erste, der in dieser Position tätig war. Es gab ja, wie gesagt, schon vor dem Zweiten Weltkrieg eine sehr intensive Beziehung zwischen der Republik China und Deutschland, die dann eben im Zweiten Weltkrieg ein Ende gefunden hat. Welches Interesse hatte Chiang Kai-shek denn nach dem Zweiten Weltkrieg bzw. nach dem chinesischen Bürgerkrieg daran, deutsche Offiziere nach Taiwan zu holen? Chiang Kai-shek hatte immer eine sehr hohe Meinung von Deutschland. Das kann man auch in seinem Tagebuch lesen. Dass er dann den Kontakt zu Deutschland suchte, hatte 2 Gründe. Der erste war, dass er die diplomatischen Beziehungen wieder aufnehmen wollte. Allerdings hatte er diese Bemühungen schon einmal selbst beschädigt. Die Republik China hatte 1949 in Berlin schon eine Militärmission. Doch als Chiang Kai-shek den Bürgerkrieg verloren hatte und sich nach Taiwan zurückziehen musste, hatte er Angst, dass die Kommunisten Chinas von dieser Militärmission Besitz ergreifen würden. Daher hat er sie dann von sich aus geschlossen. So hatte die Republik China danach gar keine außenpolitischen Verbindungen zur Bundesrepublik mehr. Das bereute er später sehr und versuchte immer wieder, diplomatische Beziehungen zur Bundesrepublik zu etablieren. Doch die Adenauer-Regierung verfolgte schon damals die Ein-China-Politik, in der Hoffnung, später mit der Volksrepublik China diplomatische Verbindungen einzugehen. So wurde die Republik China auch nicht anerkannt. So versuchte Chiang Kai-shek dann über die Organisation Gehlen und über den Nachrichtenaustausch eine Beziehung zu Deutschland aufzubauen, in der Hoffnung, in Zukunft dann diplomatische Beziehungen zur Bundesrepublik zu etablieren. Tatsächlich hatte der Leiter der Organisation Gehlen, Reinhard Gehlen, sehr enge Verbindungen zu Hans Globke vom Kanzleramt und auch zu Franz Josef Strauß. Diese 3, Gehlen, Globke und Strauß, waren sehr stark für die Republik China eingestellt. Was mich bis heute noch sehr interessiert und wozu ich noch keine Antwort gefunden habe, ist Adenauers persönliche Stellung zur Republik China. Ich habe darüber bisher keine persönlichen Aufzeichnungen gefunden. Doch in Bezug auf Gehlen, Globke und Strauß habe ich schon in ihren Briefen gelesen, wie sehr sie an einer guten Beziehung zur Republik China interessiert waren. Und zwar hauptsächlich, um Informationen über Rotchina zu sammeln. Damals hatte Deutschland in Festlandchina keinerlei Vertretung, aber man wollte wissen, was dort vor sich ging. Und so erhoffte man sich, mit Hilfe der Republik China Informationen über die Volksrepublik sammeln zu können. Denn natürlich sammelte die Republik China selbst sehr viele Informationen über die Volksrepublik. Die erwähnte Organisation Gehlen war übrigens ein im Juni 1946 gebildeter Nachrichtendienst unter Leitung des ehemaligen Chefs der Abteilung Fremde Heere Ost, Reinhard Gehlen. Diese Organisation Gehlen, ein vielleicht eher unbekannter Begriff, wurde dann am 1. April 1956 von der Bundesrepublik Deutschland übernommen und zwar dann unter dem wohl eher bekannten Namen Bundesnachrichtendienst. Soweit der erste Teil meines Gespräches mit dem Historiker der Academia Sinica, Dr. Chen Chen. Im zweiten Teil in der kommenden Woche geht Dr. Chen darauf ein, wie es dann letztendlich zu der Zusammenarbeit gekommen ist und wie diese aussah. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilon Huang. Das Gehörte finden Sie auch unter www.de.rti.org.tv und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Am Mikrofon verabschiedet sich Carina Rother.